Jo, meine lieben Freunde, ich bin's, euer Pigus. Wir wollen zum Lausitzring fahren. All right.
wir haben jetzt einiges schon geschafft. Wir sind jetzt nach dem ersten Lauf, haben wir alle, ne? Sowohl die Anfänger als auch die Profis, also Anfänger in Klammern, ne, weil die halt irgendwie trotzdem so richtig fette Sachen da durchziehen, ne? Genau, der Unterschied ist, dass sie halt nicht jeder sein eigenes Flugzeug hat und dass die halt einen Pilon weniger haben, um den die rumfliegen müssen. Ja, die haben halt eine leicht andere Streckenführung sozusagen. Genau. Und das Krasse ist halt, ihr habt ja jetzt schon ein paar Aufnahmen dazu gesehen, wir hatten ja auch die Profis dann und sowas, wo der eine auch, meintest du ja, gegen so einen Pylon durchgeflogen ist quasi. Ja, mehrere, ich glaube 3 Stück heute insgesamt. Das habt ihr ja, glaube ich, dann auch ganz gut sehen können. Vielleicht, weiß ich nicht. Weil ich ja leider gerade zu der Zeit weg. Aber wir haben danach, was hatten wir danach? Wir hatten danach jetzt noch Autos. Ihr habt ja auch Autos gesehen. Wir hatten Fallschirmspringer, Hubschrauber, genau. War auch sehr cool. Genau, jetzt als nächstes steht aber nochmal der zweite Lauf an. Und dann werden wir also von den Fliegern. Ne? Genau, von den Fliegern. Dann werden wir einfach mal sehen, was da nochmal bei rumkommt. Aber jetzt hat es ein bisschen zugezogen. Ja. Es ist aber wunderbar, vorher war es viel zu heiß. Ja, solange es halt nicht regnet, ist alles gut. Ja, genau. Ja, ja, also ihr seht jetzt gleich nochmal ein paar Ausschnitte davon. Bitte. Hey! 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 H
ihr habt ja die meisten Sachen jetzt, also ihr habt ja eigentlich alles soweit gesehen, wie die Flugzeuge da und die Pylonen drin durch sind, oder also eigentlich außen rum, aber manchmal doch durch. Oder der Hubschrauber, der da seine Kassenstunts gemacht hat, oder Fallschirmspringer und alles, was halt da war. Was mir persönlich am besten gefallen hat, waren ja so eigentlich mit die Autos. Natürlich war das cool mit den Flugzeugen, aber das mit den Autos war einfach saugeil. Und ja, eine besondere Sache ist jetzt zum Schluss noch passiert. Und zwar habe ich es geschafft bei der Heckklappe bei meinem Auto. Also ich habe drauf gesessen, habe mir an den Schuhe angezogen zum Fahren. Ja, die Heike ist ausgezogen. Genau, und wollte dann halt einfach die Heckklappe zumachen. Dumm war nur, dass da mein Schlüssel noch lag. Sprich, ich mache die Heckklappe zu, die Heckklappe rastet ein, drückt gleichzeitig auf den Schlüssel und der Schlüssel schließt ab. So, Jonas saß in dem Auto, komplett abgeschlossen. Und mein Auto, das ist so ein, ich weiß nicht, warum ich so ein Kidnapper-Auto habe, ja. Aber mein Auto ist halt einfach so, dass du das von innen nicht öffnen kannst, wenn es abgeschlossen ist. Du hast keine Chance. Okay, folgende Situation. Pikus ist draußen, ich bin drin und der Schlüssel zum Auto ist da. Kann man, geht das hier? Nicht? Okay, das Witzige ist, wir haben so vorhin standen, als wir so rauskamen, standen so voll viele, wie heißt das, so ADAC-Autos, ne? Und die haben, dann haben wir so witzig gemacht, so, hey, wie viele Leute haben jetzt so Probleme beim Anlassen? Ist doch kein Problem, loszufahren. Und wenn ich mir so vorstelle, dass es nicht so unmöglich ist, die Möglichkeit, dass wir den jetzt auch brauchen. Ja, wie soll ich denn da jetzt rankommen? Wir halten euch auf dem Laufenden. So, ich bin jetzt hier durch Sitzumklappen an die Heckklappe gekommen und da ist der Schlüssel drin, ja. Und Pico steht raus und fummelt irgendwas mit dem Ast. Und ich habe versucht, erst mit so einem Eiskratzding, keine Ahnung, wo das jetzt ist, und jetzt mit so einem Kugelschreiber. Fuck, und das Problem ist, hier ist es gerade übelst heiß drin. Ich bekomme die Klimaanlage nicht an. Und das ist gerade übelst scheiße einfach. Jetzt war die Überlegung, was machst du halt eben, ne? Und es bestand jetzt letztendlich die Lösung daraus, dass wir einen netten Mann, also der war wirklich mega nett, er wird wahrscheinlich nie das Video schauen, aber falls doch, dann liebe Grüße hier an der Stelle. Mega netter Mann hat vom ADAC hat uns da geholfen. Wir haben erstmal probiert, so mit Stöcken und sowas da drin rumzupopeln, ob wir den Schlüssel da irgendwie in den Fahrerraum bekommen, dass Jonas den nehmen kann, um wieder aufzusperren. Pikus geht zu ADAC, wo ich früher geredet habe. Hier ist es extrem zugeschlagen, weil ich halt schwitze wie ein Schwein. Es ist halt sehr heiß und es gibt halt keine Lüftung. Und als ich so eingestiegen bin, als es noch offen war, das Auto, habe ich auch so gesagt, ja, übelst heiß hier, ich freue mich, wenn die Klimaanlage läuft. Naja, geht halt schlecht ohne Strom. Die Motorhaube haben wir aufbekommen, aber ja, was sollen wir damit halt machen, ne? Kommen wir auch nicht rein. Und jetzt versuche ich irgendwelche, wie nennt man das, also ich versuche, keine Aufmerksamkeit auf mich zu bekommen. Einfach aus dem Grund, weil es echt komisch kommen würde. Es ist immer noch beim ADAC. Ich habe jetzt alles Mögliche versucht, da hinten reinzustecken, um das da rauszubekommen. Da sieht man den Schlüssel drin. Hat nicht geholfen. Und das Ironische ist halt, dass Pico so sagt, ja, nimm mal Klebeband mit. Falls irgendwas passiert, Klebeband braucht man immer. Und dann habe ich so gesagt, ja, Klebeband ist eine gute Idee. Alle Space Shuttle Mission hat ein Klebeband dabei. Einfach aus dem Grund, weil man das immer braucht, ja. Prompt passiert irgendwas, aber ich sehe nicht, wie Klebeband einem jetzt helfen würde. Wir haben halt dann wirklich uns auf den ADAC letztendlich verlassen. Und da ist der nette Mann dann halt eben vorbeigekommen und hat, also hat mich auf seinem Quad mitgenommen. Natürlich sehr geil, ne? Wo ich persönlich nicht wusste, ob ich das cool finden soll, an allen Leuten mit dem Quad vorbeizufahren, wenn es vom ADAC ist, weil es halt heißt, dass ich irgendwas an meinem Auto verkackt habe. Aber es war schon halt geil, irgendwie das Gefühl. Jedenfalls, wir kommen so an und er hat halt so eine Luftkissen gehabt, die man aufpumpen konnte und konnte damit die Heckklappe, weil die halt noch einen ganz kleinen Spalt halt offen war, weil ja der Schlüssel dazwischen lag, konnte er dann die Heckklappe sozusagen nach oben spreizen und das halt eben weit genug, dass er mit dem Schraubendreher von außen den Schlüssel halt in den Innenraum reindrücken konnte und Jonas den dann dort rausziehen konnte.
um dann das Auto von innen aufzusperren. Und wir fahren jetzt nach Hause. Wir haben jetzt noch 3 Stunden 28 vor uns, laut Navi. Und ja, wir werden jetzt noch ein bisschen unterwegs sein. Wir werden vielleicht noch die eine oder andere Sache bei einer Raststätte nochmal besprechen oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten werdet ihr vielleicht noch so kurze Mitschnitte oder sowas von der Autofahrt, ja, oder? Vielleicht. Genau, vielleicht noch ein bisschen noch ein bisschen Autofahrt sehen und dann sehen wir uns zum Schlusswort, denke ich mal. Hey Pikus, um richtige Müllverbrennung zu machen, braucht man echt mal so Eier, ne? Ja, weißt du, wofür man auch solche Eier braucht? So Eier aus Stahl, meinst du? Um seinen besten Kumpel im Auto einzusperren. Es ist jetzt kurz nach 11 oder kurz vor 11? Kurz nach 11. Und das erkennt man daran, dass die Uhr da hinten, die ich jetzt nicht zeige, weil ich zu faul bin, die Kamera umzudrehen, ja, 10 Uhr anzeigt, aber Pikus versteht Zeitumstellung nicht. Das ist halt echt so. Also nicht, dass ich es nicht verstehe, sondern dass ich habe 2 Uhren in meiner Wohnung, bei der die Zeitumstellung richtig ist. Eine ist halt bei der Zeitumstellung nicht mitgekommen und eine hat einfach einen leeren Akku und steht die ganze Zeit. Richtig, dass ich vor allem 4 Uhren in 2 Räumen habe. Ja, vor allem das Geniale ist halt, dass ich hier halt war, als Pikus dann mal morgens zur Arbeit gefahren ist. Hey, fängt er heute eine Stunde früher an oder so? Ja, ja, jedenfalls, wir sind jetzt hier angekommen nach unserer stundenlangen Fahrt, nach unseren interessanten Begegnungen mit dem ADAC. Wir waren 18 Stunden lang unterwegs und ich fühle mich exakt genauso, als wäre ich 18 Stunden unterwegs. Die Tatsache ist halt einfach, Jonas ist nicht eine Sekunde von der ganzen Fahrt irgendwie selber gefahren, sondern ich bin ja die ganze Zeit gefahren, weil das Auto ja nur auf mich versichert ist. Ja, das ist halt der Scheiß. Und deswegen will gar nicht wissen, wie du dich jetzt auch fühlst. Jonas ist halt so extrem fertig und ich liege noch hier und versuche so einigermaßen nochmal die Abmoderation für euch zu machen. Und ich kann nur sagen, wir wissen ja noch nicht eigentlich, ob wir es in 1 oder 2 Videos schneiden, wahrscheinlich eher in 2. Und, ja, wenn die Abmoderation noch länger wird, bestimmt in 2. Voll witzig. Ja, sehr witzig. Ich hoffe jedenfalls, dass euch ja die Videos gefallen haben und dass ihr so einen Eindruck bekommen habt, was wir so erlebt haben an dem Tag. Und ja, da wir jetzt so wahnsinnig fertig sind, würde ich etwas sagen, war es das mit dem Video und wir werden uns wahrscheinlich gleich eher nur hinlegen oder eventuell noch was Kurzes. Wir liegen schon. Ja, aber ich meine halt einfach nur pennen. Okay. Ich muss ja morgen halt wieder früh raus. Ja, und ich muss morgen nach Hause fahren. Und wir hatten halt letzte Nacht so 2 Stunden Schlaf. Es hat sich gelohnt, der Tag war echt genial. Ja, der Tag war wirklich geil. Ja. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall dann im nächsten Video wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis dahin, Leute. Haut rein und ciao. Tschüss.